Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Call of Cthulhu mit mir von Lyra Gameplays als Hobby. Und ja, ich habe schon im letzten Teil gesagt, so langsam wird es unheimlich. Und ungemütlich fühlt man sich so langsam. Irgendein Fussel im Mund. Toll. Naja, gut, okay. Wir sind hier in so einer Art Ritualkunstzimmer. Wo ich mir gedacht hatte, okay, sie musste anscheinend Rituale machen, bevor sie Eingebung hatte für Bilder zu malen. Vielleicht hat sie auch Dämonen beschworen und ein Gemälde verbannt? Ich weiß es nicht. Kann natürlich auch sein und bei einem ist es halt ausgeartet und ja, Feierabend. Bradley, is that you? Die Tür da oben ist offen. Wir könnten ja erstmal zurücklaufen und schauen, ob der Bradley noch da ist. Der ist ja nicht mitgekommen eigentlich, soweit ich weiß. Ja, da unten ist er. Wir starten erstmal ein bisschen Bericht. Mal gucken, was er sagt. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins personal effects. Okay, das sagt nichts anderes wie im Teil vorher auch. Okay, wir haben keine weiteren Punkte zum Verteilen. So ein Sheet. So, jetzt dürften wir ja wissen, dass es nicht der Bradley ist, der da irgendwie die Tür da oben aufgemacht hat. Wie habe ich die Tür da jetzt zugekriegt? Okay. Ich möchte da zwar nicht hoch, aber ich glaube, wir müssen. Is anyone there? Warum ist die Grafik so komisch? Die Laterne macht mega Licht. Ups. Okay, da muss ich wohl hinterher rennen. Hab zwar keine Ahnung, wo der hin ist. Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Jetzt habe ich immer eine Laterne. Soll ich nicht lieber jetzt da oben mal erstmal durchgucken, was da war? Achso, da komme ich auch gar nicht mehr zurück. Wie kann ich meine Lampe ausmachen? Ah, okay. Hauptziel den Dieb fangen. Das machen wir gleich, ehrlich gesagt. Oben kann auch jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Zeit scheint ja wohl nicht abzulaufen. Hä?
Hä? Mein Gemälde ist weg. Komische Sache. Okay. Ja, dann bleibt uns ja wohl nichts anderes übrig, als da den Versuch anzufangen. Okay, jetzt kann ich nicht mehr runterhüpfen. Na toll. Laufen wir halt mal den ganzen weiten Weg. Cover you. Okay. This door was closed earlier. Where did he go? Oh, 4 Charakterpunkte bekommen. Okay. Na, die verteilen wir erstmal. Machen wir die Unterentdeckung? Nee. Hier fehlt uns noch eins. Haben wir das voll. Ermittlungsexperte. Redegewandtheit weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich wäre jetzt eher für Entdeckung. Allerdings auch für Psychologie. Wir machen das jetzt erstmal so voll. Okay. Inventar, da haben wir jetzt was Neues. Die Laterne. Eine alte Sturmlaterne, die noch funktioniert. Ich muss nur vorstellen, sie verbraucht viel Öl. Do you really think that your fugitive came in here? I don't see any way out. Na, hier gibt es doch mit Sicherheit ein Geheimversteck. Hinter dem Regal, mit Sicherheit. Guck dir doch nur mal die Wand hinter dem Regal an. Oder da. Schauen wir uns jetzt aber noch nicht an. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. It looks like a freehand map of dark water. Certain areas have been highlighted. I wonder why. Tolle Karte, die kann man ja kaum entziffern. Sieht ja wie ein Kritzel aus. Ach so, ja doch, hier sehe ich das Kompass. Okay. Eine Karte von Darkwater von Charles Hawkins Hand gezeichnet. Manche Orte wurden eingekreist. Ah ja, da ist die Tür, man sieht's. Aber wir schauen uns natürlich erstmal um. Wir haben hier noch ein Fragezeichen. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. Auf diesem Foto posieren Charles Hawkins und Captain Fitzroy mit einem dritten Mann. Sie scheinen sich nahe zu stehen. Irgendeiner ohne Haare und Brille. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. Öl aufgefüllt. Oh, Ölbehälter deiner Laterne wurde aufgefüllt. Das Öl kann an verschiedenen Stellen auf Darkwater aufgefüllt werden. Da haben wir schon mal was. Was haben wir? Charles Hawkins was keeping her father's letters from her. Okay. Diese Briefe wurden geöffnet, haben aber offensichtlich das Büro von Charles Hawkins nicht verlassen. Sie sind mit einem sorgfältig geflochtenen Band zusammengebunden. Warum hat Hawkins die Briefe an seine Frau abgefangen? Okay. Das ist ein Drecksack.
It looks like an old seaway map. Jemand hat auf dieser alten Seekarte Koordinaten verzeichnet, sie ergeben eine Route. Eine Skilla. Eine Brudigel, die Orpheus oder so. Die Route ist in die Schiffe gefahren. Was haben wir da? Achso, das ist Ölkännchen. Runensteine. They look like Celtic runes. Keltische Runen. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. Okay. This Dr. Fuller, was he Sarah Hawkins' therapist? Was für Schrift, die kann ja kein Mensch lesen. Brief von Dr. Fuller. Charles, ich verstehe Ihre Sorge, aber ich versichere Ihnen, dass sich Sarah hier im Riverside-Institut in guten Händen befindet. Es versteht sich von selbst, dass ihr Zustand eine besondere Betreuung und ein hohes Maß an Aufmerksamkeit erfordert. Ihr volles Potenzial kann sich nur entfalten, wenn sie sich in einer sicheren Umgebung befindet und von qualifiziertem Personal betreut wird. Natürlich liegt die Entscheidung bei Ihnen. Es scheint aber, als liefe Ihnen die Zeit davon. Ihr Freund Thomas Fuller. Okay. Ihr volles Potenzial kann sich nur entfalten, wenn sie sich in einer sicheren Umgebung befindet. Ist das der Arbeitsraum oben gewesen? Hat sie so gesehen gewisse Fähigkeiten? Ich meine, es wurde ja immer gesagt, sie kann Sachen sehen. Dass sie deswegen, dass er das irgendwie unterstützen wollte, dass ihr Potenzial sich natürlich verbessert und sowas, und hat sie deswegen, ich sag jetzt mal, relativ eingesperrt. Seems like this came from a log. Aus einem Logbuch. Seemanns Logbuch. Montag, 24. Mai 1847. Ja, 42 Nord, 77 West. Insel Darkwater, den ganzen Morgen nordwärts gesegelt. Kapitän Hamilton ist voller Zuversicht. Er sagt, dass wir diese Saison die Orpheus schlagen werden. Möge Gott gnädig mit uns sein. Sonntag, 30. Mai 1847. Es war mir lieb, als die Wale spurlos verschwanden. Aber bei all diesen Kadavern können wir ihr trauriges Schicksal nicht länger ignorieren. Was töten nun diese gewaltigen Bestien? Ich sagte Hamilton, es sei ein schlechtes Zeichen. Ihm ist das egal. Dienstag, 1. Juni. Wir haben vor einem kleinen Dorf geankert. Die Einwohner sagen, das Wasser sei rot vom Blut der heiligen Tiere. Und wir würden gegen den Willen der Götter handeln, wenn wir ihnen folgten. Ich sagte ihnen, dass ich nur Gott, der Allmächtigen, fürchte, aber allein im Laderaum habe ich Angst. Freitag, 4. Juni. Wir haben in der Ferne einen gewaltigen Wal gesichtet. Er ist größer als alles, was wir je zuvor gesehen haben. Sein Gesang ist ohrenbetäubend. Hamilton will ihn. Mittwoch, 23. Juni. Wir haben ihn gefangen. Es ist der groteskeste Wal, den ich je erblickt habe. Wir haben Männer verloren, aber Ruhm erlangt. Dieser Tag wird noch in Jahren gefeiert werden. Dienstag, 29. Juni. Darkwater. Wir haben die Orpheus besiegt, die mit leeren Laderaum zurückkehrte. Die Skinner und Hamilton sind nur noch eine Erinnerung. There must be a link with the Seaway map. This globe seems to have been part of some mechanism. Da müssen wir jetzt gerade noch mal gucken. Was haben wir da jetzt vorhin gefunden? Was stand da im Logbuch drin? Wo ist das Logbuch? Doesn't work. There must be a link with the Seaway map. Wo wurde der große Wal entdeckt? Irgendwas in 5er Schritten vielleicht? Ne, in 5er Schritten gibt es hier nichts. Aber das hier ist eingekringelt.
Also 33 Nord, 53 West. Machen wir das mal. Keine Ahnung, 33 Nord. Was hab ich gesagt? Oh Gott. There must be a link with the Seaway. 53 West. Ist das nicht hier? Ha! Looks like it worked. Ich hab's auch gewusst. Well done, the bookcase has been moved several times. So, da haben wir doch was. Ha! Was haben wir denn hier? Villa der Hawkins. Ja, das wissen wir ja schon. Orte. Keine Ahnung, was jetzt neu kam. Okay, wir haben nichts weiter Neues bekommen. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater Shore for years. Maybe he kept them for sentimental reasons. Charles Hawkins was a sort of traveler, right? More like an adventurer, I guess. He left for months, exploring remote places and abandoned temples. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater Shore for years. This panel is movable. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. Na gut, das haben wir ja schon. Damnation. I can't budge these gears. I need a tool. Oh man, nett, wir haben es doch aufgekriegt. Wo ist der andere? Will der nicht mit? Oder habe ich mir den nur eingebildet? Den gibt's gar nicht. Oh, Kapitel 4. Tunnel unter der Hawkins Villa. In der Villa der Hawkins enthüllte die Brandstätte ihre Geheimnisse. Pearson, Officer Patty untersuchten die Villa auf der Suche nach Beweisen für Überlebende. Als ein Vermummter in das Atelier von Sarah Hawkins stürmte und ein Gemälde stahl, nahmen der Detektiv und der Polizist die Verfolgung auf. Nachdem sie ihm in das Büro von Charles Hawkins gefolgt waren, entdeckten sie einen Geheimgang. Pierce und Pretty betraten den Tunnel unter der Villa. Punkt. Okay. Wer den Trailer kennt, der wird ja dann eventuell wissen, was hier unten vielleicht auf uns wartet. Secret Passage, under the manor. It's like a detective novel. That guy must have already gotten far. Yeah. And he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. What is this place? It's more than just a tunnel. Who? Look. Someone's been here recently. Three seats. Oh, ich kann rekonstruieren. Oh. Ist das hell? Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? Hat er mit denen irgendwelche Pakte geschlossen? What is this mask supposed to represent? Komische Maske, ja. Did Charles Hawkins hide something in this chest?
kann man leider nicht lesen. Noch etwas? Öffnen kann ich es nicht. Beenden kann ich das hier aber auch nicht. Doch wieder das hier? Nee. Ganz ehrlich, was soll ich denn noch angucken? Gibt es hier etwas unterm Tisch? Nein, sieht nicht danach aus. Öffnen kann ich es aber auch nicht. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Sarah Hawkins. Was she hiding from someone? Okay. Hat sie das vielleicht mitbekommen und hat Angst gekriegt? Er war wohl doch nicht so ohne hier, der Hawkins. Whoever was sitting here could have seen Sarah Hawkins. Could this be related to her death? Ja, und die Dings da. Spiel gespeichert. Okay. Jetzt gucken wir uns das noch an, was wir da jetzt hinbekommen haben. Unterirdischer Tunnel. Ich habe die geheime Tür im Büro von Charles Hawkins öffnen können. Dahinter kamen in den Stein gehauene Stufen zum Vorschein, die zu einem unterirdischen Höhlensystem führen. Diesen Weg kann der Räuber nicht genommen haben. Ein Tisch mit drei Stühlen, der seltsame Vorraum am Eingang zum Höhlensystem, wirft neue Fragen auf. Welche Organisation gehörte Charles Hawkins an? War Sarah Hawkins in Gefahr, weil sie diesen Tunnel entdeckt hatte? Ich muss weiter in dieser Höhle vordringen und Antworten finden. Ich glaube schon, dass sie dadurch in Gefahr war, weil sie das hier gefunden hat. Tunnel unter der Hawkins Villa. Wer hätte gedacht, dass sich unter der Hawkins Villa so groß und verzweigt Tunnel verbergen? Es scheint das Versteck eines Kults zu sein. Kaum zu glauben, dass Sarah und Simon direkt über einen solchen Gefahr lebten, ohne davon zu wissen. Was haben wir hier? Der unterirdische Vorraum. Der seltsame Vorraum am Eingang zum Höhlensystem wirft neue Fragen auf. Der Tisch und die drei Stühle führen zu der Annahme, dass Charles Hawkins diesen Ort für kleinere Treffen verwendete. Die Gegenstände mit esoterischem Hintergrund sind weitaus besorgniserregender, da sie den Eindruck erwecken, dass wir uns in Gegenwart eines Kults befinden. Darüber hinaus verrät der zerrissene Stoff die Anwesenheit von Sarah Hawkins an diesem Ort, wirft aber auch weitere Fragen auf. War sie in Gefahr, weil sie diesen Tunnel entdeckte? Okay. Und wie sich das klärt, klären wir irgendwann später, aber nicht mehr heute. Der Teil ist zu Ende, wir sind bei 23 Minuten 50 Sekunden. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Es nimmt echt Gestalt an, das Spiel, und es wird spannend, interessant auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Teil auch wieder mit dabei. Wenn es wieder heißt Call of Cthulhu mit von Lyra Gameplays als Hobby, also mit mir. Und vergesst natürlich nicht die Daumen hoch und die Abos. Und dann hoffe ich, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Oder sogar andere Let's Plays von mir. Schaut mal vorbei, ich habe noch eine coole Sachen. Okay, viel Spaß noch und auf Wiedersehen. Tschüss.